Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Kapitel 5.5 Beschränktes Wachstum. Wir haben uns letztes Mal mit dem exponentiellen Wachstum beschäftigt, jetzt ein zweiter Wachstumstyp, den ihr genauso wie das exponentielle Wachstum eigentlich schon kennen solltet. Wir haben das Ganze hier mal grafisch dargestellt und wir überlegen uns nochmal, was sind denn so die Besonderheiten beim beschränkten Wachstum? Beim beschränkten Wachstum ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, dass es eine Schranke gibt. Hier ist die Schranke beim Wert 1000. Das heißt, unsere Funktion wächst. Aber sie kommt nicht über diese Schranke hinaus. Sie kommt immer beliebig nah an diese Schranke heran, aber es wird die Schranke nie erreichen. Gut, was auch noch wichtig ist beim beschränkten Wachstum, und zwar spielt eine ganz besondere Rolle, wie viel Abstand vom aktuellen Wert bis zur Schranke noch vorhanden ist. Und diesen Abstand, den wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Zum Beispiel im ersten Fall, da wären das 900. Das ist der Abstand von meinem blauen Balken bis hoch zur Schranke. Das ist sozusagen das, was noch fehlt. Wir gucken uns das mal bei x gleich 1 an. Da fehlt ja auch noch so circa 600. Sehen wir hier. Und noch für x gleich 2. Das, diese lila Balken, die können wir jetzt noch weiter fortsetzen, das nennt man mathematisch das Sättigungsmanko. Und das lohnt sich nochmal genauer anzuschauen. Das haben wir hier schon mal vorbereitet. So, hier haben wir diese lila Balken von hier drüben genommen und gleich von unten ab abgetragen, also nicht mehr von oben hängend sozusagen, sondern von unten stehende Balken, und hier wäre es bis ganz nach hinten ausgefüllt. Damit das hier einigermaßen ordentlich aussieht, entfernen wir die 3 jetzt wieder. So, wir merken uns also, die x-Achse hat sich nicht verändert. Die y-Achse war beim ersten Beispiel f von x, das was uns wirklich interessiert, der Bestand. Und bei dem rechten Beispiel ist es jetzt das Sättigungsmanko, also die Schranke s minus f von x. Immer einfach der Abstand zwischen der Schranke und unserem f und x-Wert. Aber warum haben wir uns das denn genauer angeguckt? Naja, das lohnt sich, denn wenn wir uns mal den Verlauf hier anschauen, von unserem Sättigungsmanko, also von s minus f und x, dann ist das hier etwas, was wir in der letzten Stunde gesehen haben, nämlich ein exponentieller Zerfall. Das heißt, wir können s minus f und x auch folgendermaßen darstellen. S minus f von x, also gerade der y-Wert dieses Diagramms, und den erhalten wir als Funktionswert eines exponentiellen Zerfalls mit einem Anfangsbestand f von 0 mal e hoch kx. Das ist die Formel aus der letzten Stunde. Ja gut, so ganz stimmt es hier aber nicht. Wieso? Denn Sie meinen ja, diese lila Balken ähneln einen exponentiellen Zerfall. Genau. Und hier ist ja der Anfangswert 900. Ja, f0. Nee, unser f0 ist ja eigentlich das auf der linken Seite bei den hellblauen Balken. Das ist 100. Damit wir auf 900 kommen, müssen wir rechnen 1000 wie Schranke minus 100. Ah, und dann haben wir die Strecke dazwischen. Richtig. Okay. Also allgemein s minus f von 0. Und das Ganze natürlich mal e hoch kx. Gut, damit das Ganze mal e hoch kx, muss da eine Klammer drumherum, das ist ein zusammenhängender Wert. Okay, aber naja, das Sättigungsmanko ist zwar schön und gut und hier haben wir einen schönen Zusammenhang gefunden, aber eigentlich interessiert uns wirklich der Bestand auf der linken Seite da. Also unser f von x. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Gleichung noch f von x auflösen, um unsere endgültige Gleichung zu erhalten. Probiert mal, ob ihr das hinkriegt. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Okay, wir haben es hier umgeformt. Minus s, dann fällt das s hier drüben weg. Und hier auf dieser Seite wird ein s subtrahiert. Das Ganze mal minus 1, dann steht hier wirklich nur noch f von x. Hier entsteht ein Minus vor der Klammer. Dieser Faktor wird mit minus 1 multipliziert. Hier auch. Und aus dem Minus s wird ein Plus s. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Funktionsgleichung für f von x. Also für unsere Funktionswerte hier drüben. So übernimmt man den nicht, man schreibt den noch um, und zwar in folgende Form. Und zwar so, dass das s vorne steht und dieser etwas längere Teil hinten. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Funktionsgleichung für unsere Funktionswerte. In Abhängigkeit von s haben wir gegeben, das ist nochmal s, f von 0 haben wir gegeben. Das heißt also, das beschränkte Wachstum haben wir uns hergeleitet aus dem exponentiellen Wachstum bzw. dem exponentiellen Zerfall von unserem Sättigungsmanko. Also diesen kleinen, noch verbleibenden Resten dazwischen. Gut, für weitere Berechnungen brauchen wir im Endeffekt nur noch diese Formel, die wir uns jetzt hergeleitet haben.
Oft sieht man die auch ein bisschen verkürzt, weil oft wird das hier in der Mitte, s minus f von 0, einfach nur abgekürzt mit einem c, aber im Endeffekt steht dieses kleine c für nichts anderes als s minus f von 0 und das schreiben wir jetzt auch allgemein auf. Wir schreiben uns auf. Merke, beschränktes Wachstum lässt sich mit Hilfe der Funktion f beschreiben. F von x ist groß s minus c mal e hoch kx. Wir müssen uns merken, s ist die Schranke, c ist eben dieser Wert, der oft gegeben ist, s minus f von 0, also die Schranke minus dem Anfangswert, und k ist genauso wie beim exponentiellen Wachstum ln a. A wäre der Wachstumsfaktor in dem Fall. So, ich möchte hier was ergänzen. Wenn ihr diese Funktionsgleichung zum Beispiel mit der Funktionsgleichung im Buch auf Seite 186 vergleicht, werdet ihr feststellen, hier steht noch ein kleines Minus. Aber ihr werdet auch feststellen, hier steht auch ein kleines Minus. Und dieses Minus heben sich gerade weg zu Plus. Das heißt, man braucht das eigentlich nicht. Ja, hallo nochmal, liebe Schülerinnen und Schüler. Ja, es hat sich leider gezeigt, dass die Aussage, die Herr Fähnrich gerade eben getätigt hat, bezüglich des Minus hier und hier, beziehungsweise des nicht vorhandenen Minuses, was im Buch ja vorhanden ist, dass das nicht so geschickt war. Ja, deswegen merken wir uns als weitere wichtige Regel, dass er hier doof ist. Also das brauchen wir uns wirklich mal nicht merken. Oder wenn wir uns da schon was merken, können wir uns genauso gut auch merken, dass dieser Mann hier, also der hier, das vor allem ja hätte auch merken sollen, also der hier ist doof. Ja, egal was ihr euch jetzt merkt, ob er doof ist oder ich doof bin, wichtig wäre, dass ihr euch vor allem eine Sache merkt, das Minus gehört unbedingt dahin und zwar direkt vor das ln von a. Und direkt beim e hoch kx. Ja, es hat sich einfach gezeigt, dass die Lösungen vom Starkbuch für die Abi-Aufgaben und auch die Lösungen in unserem Mathebuch sehr stark darauf aufbauen, dass man dieses Minus verwendet. Und die Lösungen werden für euch dann sehr schwer zu verstehen. Und diese Hürde wollten wir einfach nehmen. Heißt es jetzt nur, dass wir auch unsere Einführung von gerade eben mit den beiden Schaubildern nochmal neu machen müssen? Nee, unsere Begründung, die wir vorhin gemacht haben mit den Schaubildern, stimmt komplett und alles stimmt komplett. Diese beiden Minus würden sich hier auch weg aufheben, wie wir vorhin gesagt haben. Das stimmt alles wunderbar, aber wie Herr Tan gerade gesagt hat, wir behalten hier trotzdem in der Formel diese zwei Minus, wie sie auch im Buch sind. Gut, und so benutzen wir die Formel jetzt auch in den Aufgaben. Folgende Aufgabe. Die Bevölkerung eines Stammes kann durch beschränktes Wachstum mit der Schranke S gleich 2000 modelliert werden. 2000? 2000 Bewohner? Ernsthaft? Was ist mit denen? Haben die zu wenig Platz? Zu wenig Nahrung? Was ist mit denen? Das ist nicht logisch. Ja, es geht hier auch nicht um Logik, es geht um Mathematik. Na gut, anfangs hat der Stamm 500 Bewohner und nach 10 Jahren hat er 800 Bewohner. Und die erste Teilaufgabe, es steht momentan auch nur einer dran, die Aufgabe A, wäre einfach nur die Bevölkerungsentwicklung mit Hilfe einer Funktion zu beschreiben. Da ist es nichts anderes gemeint, als mit Hilfe der hier gegebenen Werte die Funktionsgleichung für das beschränkte Wachstum mit dem Minus, einfach mal aufzustellen. Und das Ganze schauen wir uns an in 3, 2, 1. So, und hier ist auch schon die Lösung. Wir haben erstmal die Formel einfach hingeschrieben. F von t gleich s minus c mal e hoch minus kt ans Minus denken. Bei der Formel haben wir nur das x durch das t ersetzt, weil es geht ja jetzt um die Zeit, in dem Fall Jahre. Deswegen haben wir hier auch geschrieben t in Jahren. Mit hier auch der Schranke s gleich 2000. Und das c haben wir auch berechnet durch s minus f0. Also 2000 minus 500 ist 1500. Ja, das haben wir schon mal eingesetzt, direkt in der Zeile drunter. Das sind alle Sachen drin, die wir kennen. Das Einzige, was noch nicht bekannt ist, ist unser k. Und das k müssen wir jetzt bestimmen. Aber wir haben ja eine weitere Information. Genau, wir haben die Information, dass nach 10 Jahren sind es 800 Bewohner. Also setzen wir ein, f von 10 ist 800. Das ist dann 2000 minus 1500 mal e hoch minus k mal 10, hier auch das 10 einsetzen. Ja, und jetzt ist nur noch das K sozusagen übrig, das einzige Unbekannte. Man könnte jetzt entweder es hier direkt mit dem GTR ausrechnen, das Ganze sich lösen lassen im GTR als Gleichung, oder man macht erstmal ein Stück von Hand, bevor man das dann einfach nur ins Run-Menü eingibt. Und genau das werden wir jetzt mal hier noch ausführlich machen. Genau, erst minus 2000, dann sieht das Ganze so aus. Dann müssen wir dieses
1500 und das Minus wegbringen, deswegen geteilt durch minus 1500. Steht das Ganze so da, 4 Fünftel ist e hoch minus k mal 10. Jetzt bringen wir das e weg, indem wir den ln ziehen auf beiden Seiten. Ln 4 Fünftel ist minus k mal 10. Dann noch durch minus 10 teilen, dann haben wir es hier so stehen. Wir würden euch auch empfehlen, das bis zum Ende so aufzuschreiben und erst dann wirklich zu rechnen. Mit dem Menü im GTA rechnet man das aus und kriegt raus, k ist ungefähr 0,0223. Warum rundet man hier auf 4 Dezimalen, nicht auf 2 wie bisher? Ja, wie wir gleich sehen, haben wir direkt rechts sozusagen die vollständige Funktionsgleichung, wo wir dieses k eingesetzt haben. Und da dieses k jetzt ein gerundeter Wert ist, damit es trotzdem möglichst genau ist, wenn wir das benutzen in so einer Funktionsgleichung, nutzt man hier 4 Nachkommastellen und nicht nur 2. Genau. So, und jetzt werden wir diese Funktionsgleichung benutzen, um im Rest der Aufgabe noch andere Sachen rauszufinden. So, für die weiteren beiden Teilaufgaben haben wir die Funktionsgleichung hier nochmal komplett aufgeschrieben. Die beiden Teilaufgaben lauten b, wie groß war die Bevölkerung vor 10 Jahren? Und c, wann beträgt die Wachstumsgeschwindigkeit 10 Einwohner pro Jahr? Okay, jetzt schauen wir erstmal nach der b. Also wir wissen ja grundsätzlich, ein Wachstum fängt normalerweise am Anfang an. Sozusagen zum Zeitpunkt jetzt 0, f von 0. Aber jetzt heißt es vor 10 Jahren, darauf basiert die Formel ja gar nicht, oder? Ja, t nehmen wir 0, wenn wir am Anfang sind. Und vor 10 Jahren können wir dann einfach nehmen t gleich minus 10. Ah, okay, das ist eine gute Idee. Dann würde ich sagen, probiert mal aus, ob ihr den Wert rausfindet. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, und hier haben wir die Lösung auch schon. Wir haben t gleich minus 10 welch eingesetzt. F von minus 10 gab dann ungefähr 125. Ungefähr, wir haben natürlich gerundet, weil Bewohner macht, Komma, irgendein Bewohner keinen Sinn. Vielleicht hat einer keine Ahnung oder sowas. Naja, den zählen wir trotzdem als Ganzen. Okay, sind wir so fair. Ja. Als Antwortsatz schreiben wir, vor 10 Jahren gab es 125 Einwohner. Kommen wir nun zur Aufgabe C. Und gut, die, glaube ich, machen wir in zwei Teilabschnitten, oder? Ja, auf jeden Fall. Zunächst mal ist es nach der Wachstumsgeschwindigkeit gefragt. Die eigentliche Funktionsgleichung von uns gibt ja aber nicht die Geschwindigkeit an, sondern die momentan insgesamt vorhandenen Einwohner. Na, aber da erinnern wir uns vielleicht, was war da nochmal, wenn wir die Geschwindigkeit von einer Größe, die... Ja, gerne. Das ist die erste Ableitung. Richtig! Mann, 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 da hat er gut aufgepasst. Also, das heißt zunächst mal als allererstes, bildet mal die Ableitung von der Funktion f von t. Und die schauen wir uns dann gleich zusammen an. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, und hier haben wir die Ableitungsfunktion. Einmal einfach nur abgeleitet nach der Kettenregel. Ich hoffe, das habt ihr genauso gemacht. Wenn nicht, nochmal schauen, wo der Fehler liegt. Und hinten haben wir das zusammengefasst, weil wir haben sozusagen vorne einen Faktor ohne t. Wir haben hinten einen Faktor ohne t. Und insofern haben wir den vorne zu diesem 33,45 zusammengefasst. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wann die Wachstumsgeschwindigkeit, die wir über dieses f' von t angegeben wird, wann das den Wert 10 hat. Und das kriegt ihr, glaube ich, selber hin. Und die Lösung dafür gibt es wieder in 3, 2, 1. So, wir wollen also genau wissen, wann ist f' von t gleich 10. Und das Ganze müssen wir jetzt nicht irgendwie kompliziert machen, sondern das machen wir jetzt wirklich mit dem GTR. Wenn man das im GTR ausrechnet, bekommt man für t den Wert von ungefähr 54. Achtet bitte auch nochmal genau auf diese Darstellung. Die ist eigentlich als Muster zu sehen für alle Darstellungen, wenn ihr den GTR im Wahlteil benutzt. Immer sagen, was wollen wir wissen? Nämlich die eigentliche Gleichung, die zu lösen ist. Also t dafür, dass es 10 gibt. Dann ein Folgepfeil mit GTR drüber. Dann weiß jeder, okay, wir haben das im GTR berechnet. Und das, was rauskommt. Da bitte drauf achten, vor allem in kommenden Klausuren und ganz wichtig im Abitur. Ja, und dann haben wir am Ende noch einen Antwortsatz. Nach circa 54 Jahren beträgt die Wachstumsgeschwindigkeit 10 Einwohner pro Jahr. Gut, das war's für dieses Mal. Das war's zum beschränkten Wachstum. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.